Auf Wunsch zeige ich euch heute mal meine Survival Box, ja, die immer am Mann getragen wird, und zeige euch mal, was da so sich im Laufe der Jahrzehnte bewährt hat. Thema ist ja, das Ding sollte so klein wie möglich sein, dass man es auch in die Tasche stecken kann, und das ersetzt auch nicht das, was man dann in seinem Rucksack dabei hat, nämlich das Erste-Hilfe-Set und das sonstige Equipment. Aber wichtig ist, wenn man mal das Lager verlässt oder auch nur auf kurze Erkundungen geht, ja, dass man so ein paar Basics bei sich hat, um sich helfen zu können. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, ich habe es bisher eigentlich fast immer gebraucht, um anderen zu helfen. Sei es ein verunfallter Mountainbiker, ja, verirrte Wanderer und. Jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Ja, als Pfeifenraucher habe ich hier ganz einfach auch eine Tabaksdose genommen. Was ich außen dran habe, ist noch einmal hier so ein Klettverschluss. Den kann man für die alle möglichen Dinge verwenden, ja, bis hin um einen Druckverband zu fixieren, aber auch um alle mögliches Gepäck nochmal zusätzlich festzuzurren. Die Box selber ist es so, da habe ich hier außenrum noch etwas Paracord, und den habe ich noch befestigt mit so Panzertape, sodass ich auch mal hier irgendwas dabei habe, um mal schnell irgendwo ein Loch an der Regenjacke zu stopfen oder irgendwas festzubinden. Auf jeden Fall ist mir hier auch ganz gut mit dem Paracord präpariert. Na, schauen wir mal rein. So, was haben wir jetzt hier alles drin? Zum ersten Mal hier, das ist nichts anderes als Markierband, das mir Jäger nehmen, um eine Anschussstelle zu verbrechen, ja, also um irgendwo ein Punkt einfach im Gelände wiederzufinden. Ja, und das kann man eben auch super verwenden, wenn man einen markanten Punkt markieren will. Sei es, dass man sich verlaufen hat, aber auch zu sonstigen Gelegenheiten. Wenn man im Gelände keine markanten Punkte hat, dann kann man das sich hier mit super markieren. Dann ist natürlich dabei immer wichtig eine Backup-Taschenlampe, so ein Mini-Teil. Kann manchmal sehr hilfreich sein, wenn die Haupttaschenlampe ausfällt. Dann ist dabei hier ein ganz normaler Bleistift. Man sollte hier keinen Kugelschreiber oder Filzstift nehmen, sondern Bleistift, der funktioniert immer. Ja, lässt sich auch einfach wieder anspitzen. Und hier habe ich noch eben auch als Backup für Reparaturen etc. Einfach noch ein Wolframdraht rumgewickelt, ja, sodass ich da auch verschiedene Sachen reparieren kann. Sei es am Rucksack schon, musste ich Reparaturen vornehmen mit so einem Draht, aber auch schon an Jagdequipment. Dann obligatorisch für viele Dinge, wenn die Knöpfe abreißen, naja, näht man sie ja wieder an, und ein Nähset. Auf langen Touren ist das auch immer im Rucksack, aber sehr hilfreich sind eben hier, egal ob es um Kleidung geht oder um Planen, ein paar von diesen hier stabilen Sicherheitsnadeln. Dann wichtig für Bushcrafter immer, mein meistverwendetes Werkzeug ist eine Pinzette. Wenn ihr wirklich im Gelände unterwegs seid, ja, Brombeerdornen und, ja, alles bleibt in der Haut stecken, wenn ihr mit Holz arbeitet, die Speisen, ja, die kriegt ihr halt nur mit so einem Ding raus. Also das ist eigentlich das wichtigste Teil im Survival-Kit, weil das wird am meisten benötigt. Dann ist noch dabei hier ein Zahnstocher für alle möglichen Dinge zu verwenden, ja, um irgendwo mal Werkzeug oder optische Geräte hier mit irgendwelchen Schmutz zu entfernen, ja, und auch für sonstige Sachen sehr gut brauchbar. Dann noch zusätzlich hier zwei so Wattepads. Die sind einfach noch als zusätzlicher Feuerstarter. Man hat ja immer sein Feuerkit dabei. Aber hier nochmal zusätzlich eben für unterwegs dann nochmal so eine Reserve. Dann ein sehr wichtiges Teil auch, wenn man im Wald unterwegs ist und hier auch viel an Waldrändern etc. langläuft, da bleibt es nicht aus, dass man mal eine Zecke erwischt. Die lässt sich halt mit so einer Zeckenzange am besten
entfernen. Ja, und da geht man quasi her, drückt da drauf und dann geht die Zange vorne auf. Dann hält man die Zange so nah wie möglich an der Haut fest und dann durch Drehen zieht man sie dann ab. Und das ist die beste Methode. Und da kommt auch gleich das nächste dazu, was da immer dazu gehört. Hier gibt es ja auch beim Onkel Doktor, wenn man Spritze kriegt, einfach hier nach dem Entfernen der Zecke oder auch wenn man kleine Schnittwunde hat, die Bakterien, die vermehren sich ruckzuck. Deshalb, je schneller eine Wunde, auch eine kleine, desinfiziert wird, hier mit solchen Pads, umso besser ist nachher die Wundheilung. Da sind auch immer zwei mit an Bord. Dann zu dem Bleistift eben noch ein Stück Zettel, um sich wichtige Notizen zu machen. Oder bei uns ist es auch so, um mal irgendwo eine Nachricht zu hinterlassen. Bei uns auf dem Hochsitz oder auf der Jagdhütte, wo man hingegangen ist, oder um einen Treffpunkt auszumachen und, und. Dann obligatorisch einfach ein bisschen Pflaster. Auch hier ist einfach wichtig, auch eine kleine Schnittverletzung muss sofort desinfiziert werden und dann muss ein Pflaster drauf. Dann als Backup auch ein bisschen Feuchtpapier, das man eben auch als Toilettenpapier verwenden kann. Und dann ganz wichtig ist natürlich hier die Rettungsdecke. Ja, das ist eigentlich bei jeder Verletzung. Sobald ein Verletzter, sei es ein verstauchter Fuß, ein überdrehter Fuß, oder ein Sturz, sobald sich ein Verletzter nicht mehr bewegen kann, weil noch unter Schock steht, dann ist es ganz wichtig, hier eine Rettungsdecke dabei zu haben, wo man denjenigen warm halten kann. Sowieso, wenn man jetzt, ich sag mal, noch übernachten müsste. Außerdem dient das Ding auch als Wind- und Regenschutz. Und dann als letztes Teil noch ein Mini-Taschenmesser, das sehr scharf geschliffen ist. Mit dem kann man eben auch viele Dinge noch bewerkstelligen. Was auf jeden Fall noch immer an der Person mitgeführt werden sollte, das ist natürlich hier ein Feuerstahl. Das hängt bei mir immer um den Hals. Also einmal hier Light My Fire Feuerstahl, dann eine Notsignalpfeife und noch ein kleiner Kompass. Das sind die Dinge, die sind auch immer an der Person und werden auch nach der Benutzung nicht auf den Waldboden gelegt, sondern gleich wieder um den Hals gehängt. Ja, und was natürlich auch mein ist, ist natürlich hier unser Buschkraftmesser. Hier ist auch nochmal ein Feuerstahl dabei. Wichtig beim Buschkraftmesser. Ich habe auch auf der Jagd benutze ich manchmal auch die Mora-Messer. Aber wenn es handwerklich auch mal hart zugeht oder beim Betoning, dann ist einfach ein Messer wie das hier, das einfach eine durchgehende aus einem Stück Stahl gearbeitet ist, wesentlich stabiler und hält mehr aus. Ja, dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich noch eine Anregung geben. Videos gibt es ja da viele dazu. Und wie gesagt, das sind meine Basic, die ich in normalen Touren mitnehme. Das Ganze sieht dann nochmal anders aus, wenn man sich jetzt für eine 2-Wochen-Tour in Schweden auf die Socken macht. Ja, dann kommt natürlich hier einiges noch an Ausrüstung dazu. Aber ich sag mal hier in unserer Region, da wäre es jetzt völliger Quatsch, hier jetzt noch Angelhaken oder sowas reinzupacken. Anders sieht es aus, wenn ich in Kanada unterwegs bin. Also, vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Hans. Ciao.